Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf in Linz und habe jetzt die Ehre oder die Herausforderung, in einem rhythmischen Tiefpunkt eines Tages, ja, wenn man sich sozusagen mit der Ganztagsschulidee beschäftigt hat, da weiß man, dass die angebliche Biokurve jetzt im Tal ist und bestimmte Angebote jetzt eher schwierig sind. Deshalb würde ich sagen, vielleicht eine Reise belebt. Ich lade Sie ein, eine gedankliche Reise zu machen, etwa 400 Kilometer in die Richtung. Da kommen Sie durch die Tschechei und dann sind Sie in Sachsen. Und ich komme aus Dresden, der sächsischen Landeshauptstadt. Und ich würde gerne, oder die Anfrage war die, dass das im Rahmen Ihres Symposiums natürlich, und das hat Frau Lexnalis schon angesprochen, auch im Vortrag von Frau Gina Grün war, dort bereits die Rede von, das ist Fragen der Zusammenarbeit elementarpädagogischer Institutionen mit anderen pädagogischen Institutionen notwendig macht, dass die Frage nach der Rolle der pädagogischen Institution, in dem Fall des Hortes im ganz Speziellen, zu thematisieren ist. Und darauf sprach Frau Lexnalis an, dass gerade dieses Thema der Kooperation von zwei eigentlich pädagogischen Institutionen, die aber manchmal weiter entfernt nicht sein können, noch eine Tabula rasa ist zum Teil. Und der Ausbau von Ganztagsangeboten bzw. die politisch gewollte Idee, Ganztagsschulen zu etablieren, so auch, glaube ich, was ich gehört habe in Österreich, hat so einige Implikationen für beide Institutionen und natürlich für die Kinder. Und darauf würde ich mich gern so ein bisschen beziehen und mit Ihnen auch so eine gedankliche Reise in unsere deutsche, sächsische, Dresdner Welt mit unternehmen und bitte Sie, die Anknüpfungspunkte zu dem, was wir erlebt haben, was ich erlebt habe, beziehungsweise worüber ich Auskunft geben kann, selbst zu finden. Und diese Anknüpfungspunkte, die sind, glaube ich, ganz leicht zu finden. Ich hatte neulich eine ganz interessante Veranstaltung, da haben wir nämlich sogenannte Kindergärtnerin, Elementarpädagogen mit Altenpflegerin in einem Seminar, in einer Fortbildung zusammen gehabt. Und wie ein Déjà-vu war das, dass sozusagen die Themen von der Organisationsentwicklung über den Kundenbegriff bis hin zu sowas wie Angebotsentwicklung von beiden Berufsgruppen auf einer gleichen Ebene diskutiert worden sind. Und das war dermaßen anregend für beide Berufsprofessionen, dass ich jetzt einfach davon ausgehe, dass die Welt, in die ich Sie entführe, für Sie vielleicht genauso anregend sein kann an einigen Stellen. Ich würde ganz kurz beginnen, die Diskussion, was eine Ganztagsschule in Deutschland ist, zu beschreiben. Wenn wir also in Deutschland von Ganztagsschulen sprechen, dann bedeutet das, dass es um eine Schule geht, die an mindestens 3 Tagen in der Woche täglich mindestens 7 Zeitstunden umfasst. Ja, also eine Ganztagsschule im deutschen verwaltungsrechtlichen Sinne ist eine Schule, die an mindestens 3 Tagen in der Woche 7 Zeitstunden ein Angebot macht. Für die weiterführenden Schulen im Sekundarbereich ist das fast immer gegeben. Vor diesem Hintergrund wäre jedes Gymnasium per se schon mal eine Ganztagsschule. Dazu kommt, dass an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebes den beteiligten Schülern Mittagessen bereitzustellen ist. Das ist sehr unterschiedlich, das werde ich Ihnen dann noch zeigen, wie die Diskussion. Ich komme nun aus einem Teil Deutschlands, was eine völlig andere Tradition des Hortes hat als der andere westliche Teil Deutschlands. Das hat Implikationen auch für die Diskussion, für die Zusammenarbeit. Darauf werde ich dann noch eingehen. So, dass es im Osten Deutschlands schon immer so war, dass Kinder, die in den Hort gehen, ein Mittagessen haben. Im Westen Deutschlands sieht das wieder anders aus. Aber ich berichte sozusagen aus der Ecke, aus der ich komme. Und die Ganztagsangebote, die müssen unter Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert werden. Also jede Gedanke an die Konstruktion eines ganztägigen Angebotes beginnt bei der Schulleitung. Die trägt die Verantwortung und die organisatorische Hoheit dafür. Nicht der Hort. Und eine Anforderung ist, dass die Angebote, die zusätzlich zum Unterricht stattfinden, wann auch immer das ist, zeitlich gesehen, in konzeptionellem Zusammenhang mit dem Unterricht stehen sollen. Also bestimmte Arbeitsgemeinschaften, bestimmte Angebote müssen einen erkennbaren Zusammenhang zum Unterricht haben. Und das heißt nicht quasi zum methodisch-didaktischen Unterrichtsform, sondern zu Unterrichtsinhalten. Und das lässt sich, denke ich mal, ohne weiteres auch machen. Da ist auch die Interpretationsspannweite riesig groß.
Dazu kommt die Frage, deshalb sozusagen auch das Bild, weil also Ganztagsschule ist ungleich Ganztagsschule, das sind alles Zitrusfrüchte, aber sie unterscheiden sich doch im Geschmack, Aussehen, Form und Farbe beträchtlich und selbst die Zitronen, wenn man die sozusagen nochmal für sich nimmt, haben alle individuelle Züge. Und deshalb gibt es noch zwei wesentliche Dimensionen, die so ein Ganztagsangebot in ihrer Unterschiedlichkeit bedeutsam machen. Das ist zum einen der Integrationsgrad der Angebote, sprich wann finden bestimmte Angebote im Tagesverlauf statt, zwischen den Unterrichtsstunden, also von 9 bis 10 oder sowohl am Vormittag als auch nach Unterrichtsschluss oder eben nur am Nachmittag, so additiv, also hinten dran gehangen. Danach könnte man noch unterscheiden. Und man muss auch unterscheiden nach den Beteiligungsgraden und den Verbindlichkeitsgraden für die Schüler und in Klammern für die Eltern. Da wird in Deutschland bei Ihnen wahrscheinlich auch unterschieden zwischen sogenannten gebundenen, teilgebundenen, offenen Konzepten. In einer gebundenen Ganztagsschule oder in einem gebundenen Ganztagsangebot gehen alle Schüler verbindlich zu allen Angeboten. Wer dort dabei ist, der ist dabei. Da gibt es nichts. Alle Schüler sind beteiligt. In sogenannten teilgebundenen Angeboten nimmt nur ein Teil der Schüler an bestimmten Angeboten teil. Die anderen sind in Anführungsstrichen frei von diesen Angeboten. Und dann gibt es noch die offenen Angebote und da kann jeder kommen und gehen, wann er will. Das ist quasi ein Angebot am Nachmittag mit Freizeitcharakter, was ich annehmen kann als Schüler oder auch nicht. Darauf will ich gar nicht jetzt groß eingehen, ganz spezifische Folgen auch für die Organisation bestimmter Angebote. Wenn ein Kurs offen ist und ich quasi in der Abfolge des Kurses damit rechne, dass eine hohe Fluktuation der Beteiligten stattfindet, dann ist sozusagen ein solcher Kurs ganz anders didaktisch anzulegen, als wenn ich weiß, das sind 15 Schüler, die das ganze halbe Jahr in diesem Kurs dabei sind. Ja, also darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Ich wollte nur damit andeuten, dass wenn wir von Ganztagsschule reden, es so ist, dass es nicht immer auch Ganztagsschule ist, was draußen dran steht. Und für die Grundschulen stellt sich das nochmal ganz besonders dar im Vergleich zu den weiterführenden Schulen, weil die Grundschulen Horte haben oder die Kinder in den Grundschulen auch ein Betreuungsangebot im Hort wahrnehmen. Und das verleitet jetzt dazu, derartige Debatten vom Zaun zu brechen, dass Lehrer und Erzieher im Konkurrenzkampf um Schüler stehen. Also dieser Zeitungsartikel aus der Lokalpresse Dresdens von März 2008 passt genau in die Debatte, wo es darum ging, den Ausbaugrad von Ganztagsangeboten im Primarbereich nach vorn zu bringen. Nämlich, dass durch die Ganztagsangebote, hier steht, müssen die Grundschulen enger mit den Horten arbeiten. Und dabei kommt es regelmäßig zu Reibereien. Das war so der Anknüpfungspunkt, der auch in Dresden in der Diskussion war, weil es nämlich plötzlich dazu kommt, dass insbesondere vom Hort durch ein ganztägiges Angebot, was die Schule organisiert, plötzlich bei den Erzieherinnen des Hortes die Idee oder die Ängste aufkam, durch die Ganztagsangebote verdrängt zu werden, dass es sozusagen keine Existenzberechtigung des Hortes mehr gibt. Und darauf würde ich sozusagen im Verlauf weiter einkommen, dass diese Sorge zumindest strukturell nicht begründet ist, inhaltlich sehr wohl. Es ist nun so, dass für den Primarbereich, und das würde ich gerne noch kurz ausführen, für den Ostteil und den Westteil Deutschlands ganz unterschiedliche Traditionen und Ausbaugrade vorfindbar sind. Beispielsweise, wenn Sie den Anteil an Ganztagsschulen mit der Definition, die ich am Anfang erläutert habe, zusammenrechnen, an allen Grundschulen in Deutschland sind 41,7% der Grundschulen als Ganztagsschulen gezählt. Deshalb gibt es diese Definition. Und diese Definition kommt von der Kultusministerkonferenz. Das ist quasi der Zusammenschluss aller 16 Kultusminister. Und die hat sich auf derartige Definition geeinigt, um quantitativ zu zählen, wie hoch der Ausbaugrad an Ganztagsangeboten in Deutschland ist. Und da ist es für den Grundschulbereich, sind es, wie gesagt, diese 41,7% aller Grundschulen in Deutschland werden als Ganztagsschulen gerechnet. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, es gibt den Unterschied zwischen vollgebundenen, teilweise gebundenen, offenen Grundschul-, Ganztagsangeboten. Und jetzt
ist es so, dass vollgebundene Ganztagsschulen, also von diesen 41% Ganztagsschulen, sind es lediglich 1,6%, die vollgebunden laufen. Es sind lediglich 3,9%, die teilgebunden laufen. Es sind der überwiegende Teil mit über 36% offene Ganztagsangebote, was darauf schließen lässt, Unterricht, Mittagessen, additives Angebot. Das ist die Realität. Und wenn man diese Zahlen nochmal nach den Regionen Deutschlands unterscheidet, dann wundern Sie sich nicht, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass beispielsweise Thüringen 100% Ausbaugrad an Ganztagsschulen hat. In Thüringen sind 100% der Grundschulen Ganztagsschulen. In Sachsen, wo ich herkomme, sind es 98,1%. Jetzt halten Sie sich fest, in Baden-Württemberg sind es 10% und in Bayern 21%. Ja, da sehen Sie schon, wie die Tradition auseinanderklafft. Für die anderen sozusagen Bindungsformen möchte ich da gar nicht näher bringen. Was ich vielleicht sozusagen zur Untermauerung auch noch erzählen möchte, ist sozusagen, wie die Hortbesuchsquoten in Deutschland unterschiedlich sind. Wenn Sie in Deutschland gehen 24,5%, also ein Viertel der Grundschüler besuchen einen Hort, unabhängig von der Zeit, die sie im Hort verbringen. 24,5%, also knapp ein Viertel. 72% im Osten Deutschlands, 19% im Westen Deutschlands, in den alten Bundesländern. In Sachsen und in Dresden haben wir quasi 80% der Grundschüler im Hort und in Baden-Württemberg sind es 16,5%. Worauf ich einfach hinweisen will, dass die Angst bzw. das Gefühl, mit dem Ganztagsangebot in ein Fahrwasser zu kommen, seitens des Hortes für die neuen Bundesländer ganz andere Dimensionen, auch psychologischer Art, mit sich bringt, weil dort eine Tradition, eine Kultur der Nachmittagsbetreuung im Hort sehr, sehr etabliert ist. Und da wirkt, auch wenn man mit Kollegen aus den Horten spricht, die ihre Ausbildung in der DDR genossen haben, wirkt ganz viel nach. Weil ich zitiere aus dem OECD-Bericht, die Ausbildung erfolgte an der gleichen Hochschule in der DDR. Also Horterzieher und Grundschullehrer wurden an der gleichen Hochschule ausgebildet. Und über denselben Zeitraum. Und die ausgebildeten Horterzieher waren nicht nur zur Arbeit in einem Hort zugelassen, sondern in bestimmten Fächern, vor allem Sport, Musik und Kunst, auch für den Schulunterricht. Lehrer und Horterzieher standen hinsichtlich ihrer Ausbildung und sozialen Anerkennung fast auf gleichem Niveau. Mit der Wiedervereinigung endete die Fachausbildung zum Horterzieher. Stattdessen wurde die Ausbildung für diesen Bereich Teil der allgemeinen Ausbildung zum Erzieher. Also ein Großteil der in Deutschland tätigen Erzieherinnen und Erzieher werden an Fachschulen ausgebildet. So auch die jetzt dort tätigen oder ein Großteil der dort tätigen Erzieherinnen. Zudem galten Horterzieher nicht mehr als für den Unterricht an Schulen qualifiziert. Das hat für die Zusammenarbeit Implikationen, gerade für die älteren Kolleginnen und Kollegen. Ja, vorher, also vor 1990, mit dem, was ich eben beschrieben habe, hat Schule und Hort sehr eng zusammengearbeitet, weil sie wurden auch zusammen administriert. Da gab es, muss ich kurz erläutern, der Hort und die Schule waren sozusagen in einer Verwaltungseinheit. Danach, nach 1990, wurde die Schule durch das Kultusministerium verwaltet, der Hort durch das Sozialministerium, weil der Hort quasi eine Jugendhilfeeinrichtung ist. Seit letztem Jahr ist es in Sachsen so, dass die Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten, Horte zählen dazu, wieder administrativer Teil des Kultusministeriums sind. Also da erleben die Erzieherinnen täglich Déjà-vus. Ja? Also sie konnten besser, es war durch diese Ausbildung, ich rede jetzt von den Kolleginnen und Kollegen, die älter sind. Sie haben im Unterricht besser agieren können. Sie hatten annähernd vergleichbare Ausbildung und das waren auch die Statusunterschiede. Die waren nicht so virulent, wie das im Moment ist. Die Statusunterschiede zwischen Lehrerin und Erzieherin. Ein Kollege hat vorhin gesagt, je kleiner die Kinder sind, desto geringer ist sozusagen das Gehalt. Und man könnte hinzufügen, je geringer das Gehalt, desto geringer auch der öffentliche Status oder der eigene Status. Und in der Erinnerung der älteren Kollegen gab es bereits ein stark integriertes System aus Hort,
und Grundschulpädagogik. Deshalb haben sich alle gewundert und waren irritiert, dass was zusammen war, mit Macht getrennt wurde und kriegen jetzt mit, dass es mit, ich will nicht sagen mit Macht, aber mit bildungspolitischem Engagement wieder vereint werden soll. Also da gibt es hochgradige Irritationen nach dem Motto, das, was wir jetzt wollen, das hatten wir ja alles schon. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es in Sachsen aufgrund dieser Konkurrenzängste und dieser Situation, dass sich die Horterzieherinnen von der Schule durch bestimmte Angebote verdrängt fühlen, Reaktionen der Bildungspolitik. Und die sind, vielleicht kurze Erklärung, in einer Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten beschrieben. Wenn Sie in Sachsen Ganztagsschule sein wollen, dann können Sie unter Voraussetzung dieser Richtlinie ein Ganztagsangebot konzipieren und kriegen pro Schüler, pro Ganztagsschüler 100 Euro im Schuljahr, maximal 30.000 Euro. Die Schule kann dieses Angebot nicht beantragen, dazu braucht sie einen Förderverein oder die Kommune tritt als Antragsteller auf. Diese Förderrichtlinie sagt aus, dass es zwei Bereiche in den Ganztagsangeboten gibt. Zum einen alle Angebote oder Angebote im Bereich der leistungsdifferenzierten und unterrichtsergänzenden Angebote. Leistungsdifferenzierend und unterrichtsergänzend. Wenn eine Schule einen Ganztag anbietet, dann in dem Bereich leistungsdifferenzierter und unterrichtsergänzender Förderung oder in dem Bereich freizeitpädagogische Angebote und Schulclub. Diese beiden Bereiche, da können Angebote gemacht werden bzw. konzipiert werden. Nun steht in dieser Förderrichtlinie, weil wenn Sie Freizeitangebote als Grundschule machen wollen und dafür Geld kriegen, sagt der Geldgeber, nee, ihr habt ja den Hort. Das heißt, Grundschulen können nur in dem erstgenannten Bereich Ganztagsangebote organisieren und beantragen. Also in dem Bereich dieser leistungsdifferenzierten, unterrichtsergänzenden Angebote, nicht für Freizeitangebote. Und das steht in dieser Förderrichtlinie, ist das dann so formuliert, die Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Hort im Rahmen des Ganztagsangebotes muss auf einer schriftlichen Vereinbarung basieren. Erkläre ich gleich. Die detaillierte Aussagen zur Kooperation im Antragszeitraum sowie langfristige Ziele der Zusammenarbeit benennt. Zuwendungen im Arbeitsbereich B, also diesen Freizeitangeboten, werden nur bewilligt, wenn sie zur pädagogischen Arbeit des Hortes passen und vom Hort bestätigt werden. Das heißt, wenn eine Schule oder ein Schulträger ein Ganztagsangebot beantragt, setzt das voraus, dass der Hort sein Okay dazu gibt. Ohne dass der Hort beispielsweise eine Kooperationsvereinbarung unterschreibt, fließt kein Fördergeld, gibt es keine zusätzlichen Ganztagsangebote. Das ist in diesen Empfehlungen zur Kooperation von Schule und Hort beispielsweise beschrieben. Also ein Ganztagsangebot in Sachsen ist nur an Grundschulen nur möglich, wenn der Hort eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben hat. Die Schule kann theoretisch, praktisch sieht das wieder anders aus, von sich aus kein Ganztagsangebot etablieren in der Grundschule, ohne den Hort zu berücksichtigen. Das ist schon mal sozusagen eine bildungspolitische sinnvolle Ableitung aus dieser Konkurrenzthematik. Das ganze Thema der Kooperation, wie es sich entfaltet, war dann Ausgangspunkt einer Studie, Baustelle, vorhin hier Frau Lexnales, Baustelle war vorhin das Thema, auch hier im Ganztag, Baustelle, ja, Baustelle Ganztag, der Auftrag, mal zu gucken, wie Grundschulen und Horte denn im Kontext ihrer Ganztagsangebote miteinander zusammenarbeiten, was denn da so passiert. Und die können diese Studie als PDF, da oben ist die Adresse, können Sie runterladen, können Sie unterschiedliche Standorte auch in Ihrem Konkretionsgrad nachlesen, wenn Sie mögen. Jedenfalls möchte ich Ihnen aus dieser Studie zur Kooperation von Horten und Grundschulen mit Ganztagsangeboten in Dresden, also das bezieht sich wirklich auf die Kommune in Dresden, ein paar Einblicke geben, wie das denn bestellt ist. Ja? Theorie, Praxis kommt jetzt. Und in diesem Rahmen der Zusammenarbeit von Ganztagsangeboten sind an den Standorten sowohl Risiken als auch Chancen verbunden. Ich gehe das relativ kurz durch. Also Sie finden immer bei Rot natürlich die Risiken und bei Grün immer Chancen.
Ein Risiko im Ausbau von Ganztagsangebot ist, der Hort unterschreibt einfach ein bestimmtes von der Schule erarbeitetes Ganztagskonzept. Der Hort, das interessiert ihn nicht. Sozusagen seine Position als Unterschriftspartner nimmt er nicht ernst. Er unterschreibt das, was die Schule organisiert. Eine Chance besteht aber darin, dass genau das passiert, dass der Hort sich als Partner in der Konstruktion eines solchen ganztägigen Angebotes engagiert einbringt und es ein zusammenhängendes Konzept von Grundschule und von Hort gibt. Das ist eine Chance. Bildungsbegriff ist vielleicht nicht, fast vielleicht nicht hundertprozentig, aber ein Risiko besteht darin, dass es sowas gibt wie Unterricht, also 45 Minuten Mathe oder was auch immer, und dann gibt es sowas wie in Anführungsstrichen schulische Ganztagsangebote. Die Schule organisiert über diese Förderrichtlinie oder über andere Ideen zusätzliche Angebote und der Hort ist außen vor. Der steht da und guckt sich das an und weiß gar nicht, was geschieht. Ja? Also schulische Ganztagsangebote, die dann oftmals von Lehrern selbst gemacht werden oder eben von externen Personen. Bei Ihnen wären es dann die Freizeitpädagogen. Bei uns gibt es diese Freizeitpädagogen nicht. Es sind dann meistens engagierte Personen aus Vereinen, von denen man glaubt, das, was in diesem Verein gemacht wird, passe in das Angebot der Schule. Also da gibt es dann sehr engagierte Theaterpädagogen, die vielleicht mit Erwachsenen, engagierten und interessierten Erwachsenen tolle Theaterprojekte machen, aber diese scheitern in einer Gruppe von Schülern, selbst erlebt durch Beobachtung oder andere Sachen. Wie bitte? Bitte? Das wird über diese Förderrichtlinie bezahlt. Diese 30.000 Euro, die eine Schule beantragen kann, die beinhaltet neben Sachkosten auch Honorarmittel. Und das heißt sozusagen, eine Schule, wenn sie ein solches Ganztagsangebot organisiert, kann auch Lehrer über zusätzliche Honorierung nachmittags beschäftigen. Ja? Passiert. Alle Angebote werden unter dem Verständnis von Bildung begriffen. Auch sowohl die der Schule, sowohl die des schulischen Ganztagsangebotes, aber auch diejenigen des Hortes. Das ist eine Chance. Im Bereich der Kommunikation kann es dazu kommen, dass Lehrkräfte und Erzieher kaum Kontakt haben. Das heißt, kann dazu kommen. Es ist der Fall. Es ist aber auch der Fall, dass es sowas wie einfach als Symbol ein gemeinsames Zimmer in der Schule gibt, was sich Lehrer und Erzieher teilen. Das ist eine Chance der Kommunikation, weil irgendjemand, also eine Kollegin in der Studie hat mal beschrieben, ohne dass wir miteinander reden, passiert gar nichts. Ganz einfacher, plumper Satz, aber er spricht Bände, weil das gemeinsame Reden zwischen Erziehern und Grundschullehrern ist manchmal leicht, manchmal sehr viel schwerer und anstrengender. Muss ich gar nicht viel dazu sagen, ein Risiko besteht darin, dass vormittags Lehrkräfte, nachmittags Erzieherinnen arbeiten, ohne irgendeine Verbindung hinzukriegen, ohne dass sie sich vielleicht, also kennen, ja im günstigsten Fall auf alle Fälle, aber sozusagen was der eine macht am Vormittag und die andere am Nachmittag, ist für manche Vertreter der Profession schon uninteressant. Das kommt vor. Also das ist ein hohes Risiko. Die Chance besteht darin, dass sie gemeinsam ganztägig arbeiten. In einer Schule hat der Schulleiter es wirklich, und da gibt es auch dieses Lehrer-Erzieherzimmer beispielsweise, mit viel Anstrengung geschafft, dass die Lehrer bereit sind, nach 12 Uhr noch bestimmte Unterrichtsdeputate zu übernehmen. Das war ein langer, langer Kampf, insbesondere für die Lehrerschaft, für die Erzieherschaft sieht der Kampf wieder anders aus, weil da geht es um rechtlich-administrative Regelungen, dass beispielsweise Erzieherinnen verwehrt ist, am Vormittag Unterrichtsanteile zu übernehmen. Das ist nicht Teil ihrer Arbeitsbeschreibung. Da legt sozusagen die Verwaltungseinrichtung, die für die Horte zuständig ist, wieder einen Riegel davor. Viele, viele Baustellen. Was die Raumnutzung angeht, also wir haben in einer Großstadt wie Dresden ist es so, dass es in den meisten Fällen so ist, dass der Hort in der Schule ist, also im Gebäude, beziehungsweise ganz dicht räumlicher Nähe. Und oftmals ist es so, dass die Schule den Hort als Mieter definiert. Du bist hier Mieter, du hast dich sozusagen
Ich bin dein Vermieter und ich bestimme, wie du dich hier verhältst. Und ich kann dir die Regeln des Aufenthaltes bestimmen. Ja? Also er ist nicht Partner, er ist lediglich ein Mieter. Also wir hatten vorhin diskutiert mit den Raumkonzepten, dass natürlich bei aller räumlicher Enge es ganz oft so ist, dass die Klassenzimmer oder die Zimmer, in denen die Schülerinnen sich aufhalten, gleichzeitig Unterrichts- wie auch Hortraum sind. Für Kinder kann das zur Belastung führen, muss es aber nicht. Es kommt dann wirklich darauf an, wie Lehrer und Erzieher gemeinsam darüber nachdenken, wie sie die Räume auch ausgestalten. Wieder so ein Kommunikationsaspekt. Ein Risiko im Tagesablauf besteht darin, dass ein Ganztagsangebot lediglich dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kinder zeitlich mehr Stunden dort verbringen, dass sie Mittagessen kriegen gegen 13 Uhr und dass dann quasi so ein Stress für Kinder beginnt, nämlich weil sie Arbeitsgemeinschaften, die die Schule im Rahmen ihres Ganztagsangebotes anbietet, besuchen, dass sie Angebote, die der Hort macht, besuchen und dass sie sozusagen auch noch Hausaufgaben machen müssen. Und man darf sich ja nichts vormachen. Ich meine, in den Grundschulen ist es so, 4 bis 5 Stunden Unterrichtsdeputat pro Tag, das heißt, so zwischen 12 und 1 haben die Kinder Unterrichtsschluss, lassen sie bis um 4 im Hort, haben sie 3 Stunden Zeit, an Arbeitsgemeinschaften, unterrichtsergänzende Projekte, Hausaufgaben und vielleicht noch ein Hortangebot unterzukriegen. Ich habe ein Kind, also wir haben in anderen Bereichen der Schule, also nicht im Primarbereich, haben Kinder uns erzählt, dass um 3 fällt der Kopf auf die Tischplatte, weil die so fertig sind von den Ganztagsangeboten. Ja, das ist quasi dermaßen viel Stress und Quantität manchmal. Es ist ein Wahnsinn, was es allein von der Anzahl von zusätzlichen Angeboten am Nachmittag gibt. Das ist, finde ich, nicht das Ziel. Es geht nicht um die Quantität, es geht um eine Qualität dessen, was an dem Tag in der Schule passiert. Das ist sozusagen mit der Chance hier beschrieben, weniger ist mehr. Es gibt auch sowas wie hausaufgabenfreie Tage oder es gibt auch sowas wie Horttage, wo sich die Schule einig ist, an diesen Tagen machen wir bewusst keine zusätzlichen Angebote. Da kriegt der Hort sehr bewusst Spielfläche. Ja? Also, und das setzt aber wirklich viel an Kommunikation voraus und das sind dann die Aggregatzustände. Da halte ich sie noch ein bisschen in Spannung. Und eine Wirkung auf Seiten des Hortes ist im negativen Sinne, dass durch Ganztagsangebote Eltern dazu kommen, ihre Kinder vom Hortangebot abzumelden, weil das kostet ja Geld, nicht ganz viel, aber es kostet etwas. Und sie sagen sich, na, wenn die Schule noch Nachmittagsangebote gibt, warum soll ich mein Kind dann bezahlterweise eine Hortbetreuung lassen, wenn es nicht zum Ganztagsangebot gehen kann? Und negativerweise auch zum Personalabbau auf Seiten des Hortes und Erzieherinnen. Dieses Risiko ist nicht eingetreten, weil aus bestimmten Gründen, die ich dann im Fazit noch nenne, weil so ein Ganztagsangebot kann rein strukturell den Hort nicht ersetzen. Rein strukturell, da müssen wir noch gar nicht von der Qualität sprechen. Andererseits kann sozusagen die Chance daran bestehen, dass es so ein attraktives, verwobenes, ganztägiges Angebot ist, dass noch mehr Eltern ihre Kinder in den Horten anmelden. Ich meine, bei 84% Betreuungsquote ist fast mehr Anmeldungen ja, nicht möglich, aber bezogen auf andere Bundesländer könnte das ein Standortvorteil werden für die Standorte, für die Grundschulen, die in der Art und Weise Ganztagsangebote kreieren. Einige Rollen, die der Hort in so einem Ganztagsangebot eingenommen hat. Also wir haben eine Reihe von Standorten besucht, haben Interviews sowohl mit der Schulleitung als auch mit der Hortleitung gemacht, haben Kollegen beider Profession befragt und haben uns auch die Abläufe im Ganztagsangebot angeguckt und haben so ein paar Rollenbilder des Hortes konstruieren können. Also es geht jetzt wirklich nur ausschließlich um den Hort, es geht noch gar nicht um die Kooperation. In Ganztagsangeboten, die real sind, ohne dass ich sie jetzt benenne oder ausführe, kann es sein, dass der Hort die Rolle als Lückenfüller einnimmt. Lückenfüller, also er ist für die Zeiten zuständig, die nicht durch ein bestimmtes Angebot besetzt sind. Er kümmert sich quasi um kurze Betreuungslücken und beaufsichtigt die Kinder in der Zeit, wo für sie in der Bildung nichts stattfindet. Diese Rolle kann der Hort einnehmen. Angebotslücken füllen, wo die Kinder keine Angebote besuchen.
Der Hort kommt oft in so eine Dispatcher-Funktion. Dispatcher heißt, dass die Erzieherin dafür zuständig sind, dass die Kinder zur rechten Zeit im richtigen Angebot landen. Ja, also die haben regelrechte organisatorische Höchstleistungen mit Steckkartensystem erfunden, damit sie wissen, welches Kind zu welcher Zeit in welchen dieser vielfältigen ganztägigen Angebote ist. Das war sozusagen eines deren wesentlichen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass Fritzchen 13.13 Uhr bei der Kletter-AG ist und 14.15 Uhr wieder da ist, weil er dann abgeholt ist oder andere. Also Sie merken schon, wenn der Hort derartige Rollen übernimmt, dann ist mit seinem pädagogischen Anspruch relativ, kommt an die Grenzen. Also das möchten die Horterzieher natürlich überhaupt nicht. Es kommt bloß darauf an, wie sie sich dazu verhalten. Und das kommt dann in den Kooperations- oder Aggregatzuständen zum Ausdruck. Der Hort fungiert manchmal als verlängerter Arm der Schule. Wenn die Schule sagt, Hort, du bist für die Hausaufgaben zuständig, und der Hort sagt, ja, wofür denn sonst? Und führt sozusagen die Aufträge, die er von der Schule, sozusagen von der ranghöheren Institution bekommt, aus. Dann ist er letztlich ein verlängerter Arm der Schule. Und auch hier kommt es wieder darauf an, welche professionelle Selbstverständnis ein Hort entwickelt, um dort zu sagen, stopp, darüber können wir mal reden. Aber das ist sozusagen nicht ein Dienstleistungsauftrag, den wir für dich übernehmen. Als zweite Garnitur wird der Hort manchmal empfunden. Im Sinne von Schule macht Bildung, Hort macht Betreuung. Also wirklich auch ohne Betreuung abzuwerten. Qualitativ hochwertige Betreuung muss man erst mal schaffen, muss man erst mal machen. Und manchmal, na gut, das sage ich nicht. Manchmal ist mir, jetzt sage ich es doch. Also qualitativ hochwertige Betreuung lieber als schlechte gemachte Bildung. Ja. Aber wenn der Hort lediglich auf eine Betreuungsfunktion reduziert wird, dann kann er ein Problem kriegen. Oder als familienersetzender Dienstleister. Wenn Eltern von dem Hort verlangen, dass er in einer Zeit, wo Eltern berufstätig sind, die Kinder zu einem Training fahren oder verbringen oder irgendwie mit der Straßenbahn begleiten, dann übernimmt der Hort sowas wie eine Dienstleistungsfunktion für elterlichen Willen. Also das, was ich jetzt sage, das hat empirische Basis. Dafür lassen sich alles Belege finden. Das erzähle ich nicht einfach so daher. Das ist sozusagen Grundlage der Studie, die wir gemacht haben. Oder das sind sozusagen Ergebnisse der Studie, nicht Grundlage. Der Hort in der Rolle als Organisator offener Angebote. Wenn es so ist, dass bestimmte ganztägige Angebote einen hohen Formalisierungsgrad haben in Form von Kursen, dann überlegt sich der Hort, ob er in seiner Funktion oder in einer sozialpädagogischen Tradition vielleicht doch sowas wie offene Angebote organisiert, im Sinne von der Ermöglichung situativ und vielleicht situativ im besten Sinne des Wortes, vielleicht eher nach Situationsansatz zu arbeiten. Ja, das hattest du vorhin angesprochen mit der Idee, vorzugeben, wie didaktisch-methodisch gearbeitet wird. Da sucht sich der Hort sozusagen, besinnt sich der Hort auf seine sozialpädagogische Rolle und Funktion und versucht, über Angebote mit wenig Formalisierungsgrad etwas entgegenzusetzen. Oder wenn der Hort sich, das ist so ein bisschen wie, das hatten wir eigentlich schon, das ist, wenn er sich nicht nur auf Betreuung, sondern wenn er sich nur auf Erziehungsfunktionen zurückgesetzt fühlt, wo Bildung für den Hort eigentlich keine Rolle spielt, sondern wo vom Hort erwartet wird und wo er auch so eine Rolle ausbildet, dass er schlicht für die Vermittlung von Normen und Werte zuständig ist, aber für Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzaufbau im integrierten Sinne einer Bildung, eines Bildungskonzeptes kaum Beitrag leisten kann oder will. Und in diesem Anschluss, also das ist auch nicht trennscharf, schließt sich sowas wie Gegengewichtsrolle des Hortes an, zur Sicherung kindlicher Freiräume. Also wenn es so ist, dass ein Hort mitbekommt, dass die Kinder am Nach- oder dass ein Ganztagsangebot für Kinder Stress bedeutet, dann kommt der Hort in die Rolle, anwaltschaftlich für das Kind aufzutreten und zu sagen, Kinder haben Freiräume, Kinder brauchen andere, oder sagen wir mal Schulkinder, brauchen andere Formen als lediglich die mit hohem Formalisierungsgrad oder die als Hausaufgabenbetreuung oder die eines Förderunterrichtes. Und im besten Sinne des Wortes,
die Rolle des Hortes als gleichwertiger Mitgestalter, wo der Hort im Kontext des Ausbaus eines Ganztagsangebots an einer Schule gleichwertig sich verhält, gleichwertig anerkannt wird, wertgeschätzt wird in seiner pädagogischen Funktion. Dazu muss er aber sehr selbstbewusst sein und gestalterisch wirken können und wollen. Und wenn sozusagen der Hort in der Mitverantwortung im Rahmen eines solchen erfolgreichen Bildungskonzeptes an einem Standort sich profilieren kann, dann dient das gleichzeitig dazu, sein öffentliches Ansehen zu stärken. Dann wird der Hort oder werden die Erzieher des Hortes nicht mehr als Tanten beschrieben, sondern sie werden sogar als Pädagogen beschrieben. Und das ist quasi in der Artikulation derjenigen, die diese Beschreibung vornehmen, ganz wichtig. Die Uhr. Das sind jetzt die Aggregatzustände. Und die Aggregatzustände, die heißen deshalb Aggregatzustände, weil wir sagen, auf einem bestimmten aggregierten Niveau lassen sich bestimmte Formen der Kooperation beschreiben. Und eines dieser Aggregatzustände, dieser Kooperationsbilder, wie Grundschulen und Horte miteinander zusammenarbeiten, ist die der Inselkooperation. Hier mein Kollege Markert und ich haben das versucht, so ein bisschen szenisch auch darzustellen. Ich erläutere Ihnen das. Also auch hier gibt es wieder 5 unterschiedliche Kooperationsbilder zwischen Grundschulen und Horten. Und die Inselkooperation meint, dass einzelne Lehrer mit einzelnen Erzieherinnen kooperieren. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, dann ist das meistens auf einer Sympathieebene, weniger auf einer fachlichen, vor allem auf einer Sympathieebene gelagert. Und das, was eine Erzieherin, eine Lehrerin macht, hat noch lange nichts damit zu tun, ob das als pädagogisches Konzept der ganzen Einrichtung zu verstehen ist. Deshalb Inseln, ja? Dort findet Kooperation auf Inseln statt. Es gibt sowas wie ein kritisches Ungleichgewicht. Sie sehen die Schule, ja? Die Schule war letztlich schon bei einer dieser Rollen beschrieben. Die Schule dominiert das, was der Hort zu tun hat. Ja, auch im Ganztagsangebot. Die Schule ist äußerst dominant, der Hort erträgt das und guckt ehrfürchtig nach oben. Ich bin jetzt einfach ein bisschen schneller, weil ich glaube, es wird relativ deutlich. Es gibt sowas wie eine Symbiose. Wäre nochmal eine Steige oder eine qualitativ andere Art und Weise des kritischen Ungleichgewichts. Hier ist einfach so, dass der Hort kaum noch sichtbar ist. Der verschmilzt so sehr mit der Schule, dass er eigentlich kaum noch erkennbar ist. In seiner quasi anderen pädagogischen Rolle oder Funktion, die es im Unterschied zur Schule ja dann noch gibt. Nur der muss er erst mal finden und die muss er artikulieren. Es gibt sowas wie die ambitionierten Gestalter. Also das sind Standorte gewesen, wo sowohl die Schule als auch der Hort sehr offen im Diskurs sind. Da sind die Messen noch nicht gesungen, aber die beiden Institutionen, die Akteure sind auf dem Weg. Da geht es unter anderem sehr heftig zu. Und manchmal ist es so, dass der Hort die Schule regelrecht herausfordert zu einem Diskurs. Weil von Schule kommt das eher selten, weil der Hort ist hier. Der Hort ist in der Gefährdung, in der Konkurrenzsituation. Die Schule sieht das ganz anders. Und deshalb kann es gut sein, dass an solchen Standorten der Hort es gut schafft, die Schule dafür anzustiften, bestimmtes gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Die Traditionalisten, die kennzeichnen sich dadurch, dass es wichtig ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Die verstehen sich, da gibt es eigentlich auch kein Problem. Was Ganztagsangebot ist nicht unser Problem. Wir sind sozusagen lange Jahre, haben wir uns wertgeschätzt, haben eine Basis der Zusammenarbeit gefunden und die tasten wir auch nicht an. Konservativ, was nicht immer schlecht ist. Hier geht es um Wertschätzung und funktionierende zwischenmenschliche Ebene. Da wird sowas wie Ambitionen werden zurückgehalten, weil das Konflikte heraufbeschwören kann. Und diese Konflikte, die will man nicht. Man will alles so lassen, wie es ist. Wenn es gut ist, dann ist es auch in Ordnung. Dann soll man es auch so lassen. Und sowas wie eine erwachsene Kooperation ist sozusagen eigentlich das Idealbild. Das Idealbild von einigen Standorten. Also das ist nicht das Idealbild, aber sozusagen die Idee, die dahinter steckt, ist das Idealbild. Nämlich, dass es so, dass Grundschule und Hort es schaffen,
ein harmonisches, ganzheitliches Konzept von Bildung, Betreuung und Erziehung zu organisieren und beide sich ihrer Eigenständigkeit bewusst sind und diese Eigenständigkeiten auch bewahren wollen und nach Schnittflächen suchen und nicht sozusagen beliebig ein Ganztagsangebot, ein nachmittägliches Ganztagsangebot konstruieren, wo sowohl die Schule als auch der Hort leidet. Und das sind sozusagen die Kooperationsformen, muss man sich vorstellen, wo eine Übersummation des Angebotes stattfindet. Also ich habe es immer verglichen mit so einer 3D-Ansicht, wo Sie so rote und blaue Konturen haben, die sozusagen erst, wenn Sie die Brille aufsetzen, zu einem 3D-Bild werden. Ähnlich ist es auch hier, wenn das ist quasi die Überschneidungsfläche. Ja? Wenn dort eine Kooperation stattfindet auf gleicher Augenhöhe, mit wertschätzendem Umgang und einer Idee dessen, wofür man steht, wofür die Institution steht, dann kann es gelingen. Und darf ich mein Fazit noch ausführen, kurz? Also es gibt viel, sozusagen, was mich das gelehrt hat. Auf alle Fälle ist es so, dass in Bezug auf die Situation einer gedachten Konkurrenz zwischen Schule und Hort, zumindest auf struktureller Ebene, der Hort nicht in seiner Existenz gefährdet ist, weil so ein Ganztagsangebot, ein schulisches Ganztagsangebot, richtet sich nie an alle Kinder. Ja? Da bleiben welche übrig, die durch den Hort zu betreuen sind. So ein Ganztagsangebot leistet keine verlässliche Betreuung. Das kann auch mal wegfallen. Wenn ein Kooperationspartner und ein Freizeitpädagoge nicht kommt, dann ist immer noch der Hort da, der sozusagen die Verlässlichkeit der Betreuung sichern kann. Ich bin jetzt nur auf der strukturellen Ebene. So ein Ganztagsangebot leistet keine allumfassende Betreuung. Es bleiben immer Kinder übrig, die nicht in ein schulisches Ganztagsangebot gehen. Auch die Kinder sind zu betreuen. Das kann kein anderer als der Hort machen. Ganz wichtig, Ferienbetreuung. Hort sichert eine Betreuung in den Ferien. Das macht ein Ganztagsangebot nicht. Ich weiß nicht, wie das mit Freizeitpädagogen sein soll. Und es reicht, wenn ich gesagt habe, 30.000 Euro kriegt eine Schule für ein Ganztagsangebot, dann ist sozusagen das eine völlig unzureichende finanzielle Ausstattung, um den Hort mit diesem Geld zu ersetzen. Also das sind rein strukturelle Argumente, die immer noch dafür stehen, dass der Hort nicht ausgebotet wird, dass er Existenzberechtigung hat. Aber für den Hort gibt es sozusagen eine Herausforderung auf inhaltlicher Ebene. Und die habe ich vielfach beschrieben, dass die pädagogische Arbeit des Hortes im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten auf eine harte Probe gestellt wird. Und da ist es in der Tat so, dass zusätzliche additive Nachmittagsangebote bestimmte Zeiten, Methoden und Inhalte der Hortarbeit torpedieren können. Beispielsweise dadurch, dass der Hort auch Gefahr läuft, seinen Anspruch als Bildungsinstitution zu verlieren. Und es kommt, also ein Fazit ist, dass es durchaus sein kann, erwachsene Kooperationen, alle viele Rollen und Bilder drücken letztlich aus, dass es dennoch so ist, dass Grundschule und Hort einen ganzen Tag quasi komponieren mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und das ist vor allem, das ist eine konzeptionelle Herausforderung mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Und mit Ressourcen meine ich Zeit, Personal, aber auch Kompetenzen, die derart aufeinander zu beziehen, dass man einen ganzen Tag quasi komponiert hat im Sinne der Kinder. Und ganz wesentlich finde ich, dass eine Herausforderung für den Hort in diesem Kontext darin besteht, sich als Kooperationspartner im Ganztagsangebot stärker zu profilieren, als ihm es bisher abverlangt wurde. In einer Konkurrenzsituation ist es immer so, dass der Partner oder der Konkurrent, der ist herausgefordert, sozusagen die Konkurrenz auch zu bestehen. Und jetzt bloß ein Beispiel aus eigener Anschauung. Ich bin Schulelternsprecher in der Schule meiner Kinder und wir sind in der Schulprogrammarbeit und wollen den Hort einbinden und ein ganztägiges Konzept organisieren, was Hand und Fuß hat. Und dann kann es nicht sein, dass der Hort, das hat es noch nie gegeben, in eine Lehrerkonferenz eingeladen worden ist und eine Diskussion eines Ganztagskonzeptes von Zaun gebrochen wurde und der Hort nicht in der Lage war, sich zu artikulieren. Der hat geschwiegen. Er kennt diese Rolle nicht. Möglicherweise muss er es erst noch lernen. Aber das ist damit gemeint, dass der Hort aufgefordert ist, sich gegenüber eines Diskurses mit der Schule auch zu profilieren, selbst darzustellen und seiner Kompetenzen und Ressourcen bewusst wird und die auch offensiv austrägt. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Applaus